ich zeige jetzt hier nur in aller Kürze, wie du deine Gitarre zu stimmen hast, damit das ganze Lied auch funktioniert. Also, du musst die tiefe E-Saite nämlich auch auf D runterstehen. Deswegen heißt das Drop D. Aus der E-Saite wird nämlich auch eine D-Saite. Aber die klingt ein bisschen anders als die dir schon bekannte D-Saite, nämlich die hier. Weil die tiefe Saite hier klingt nämlich eine Oktave tiefer. Das heißt, du hast einmal diese normale D-Saite und dann wird aus der E-Saite diese D-Saite. Drehst du die Gitarre runter, die stimmst du die Saite runter, bis sie auch zu einem D wird. Und du kannst das ganz cool hören, wenn das nämlich übereinstimmt mit dieser leeren D-Saite, die du schon kennst. Auch wenn die auch eine Oktave höher liegt, kann man das sehr gut hören, wenn die übereinstimmen. Weil dann gibt es keine Schwingung mehr. Wenn ich so haarscharf daneben bin, passiert nämlich das. Du hörst dann so lustige Geräusche. Ganz im Ernst, trainier da dein Gehör ruhig an dieser Stelle auch mal mit und versuche es ohne Stimmgerät auch mal hinzubekommen, bis das auf dem D angekommen ist und wirklich gut passt. Legen wir jetzt los mit dem Song. Das Coole an dem Lied ist, dass sich dieses Riff, was ich dir jetzt zeige, durch viele Teile des Songs zieht. Insofern gut aufgepasst. Also, wir packen hier den Zeigefinger in den 9. Bund auf der A-Saite, den Ringfinger in den 11. Bund auf der D-Saite und den kleinen Finger in den 11. Bund auf der G-Saite. Also das ist ein Fis-Power-Chord. Aber dadurch, dass wir jetzt hier diese tiefe Saite mitspielen, dieses D, ergibt sich da ein ziemlich geiler Akkord durch. Das ist nämlich ein D-Major-7-Akkord an dieser Stelle. Tiefe D-Saite plus Fis-Power-Akkord in der Lage ergibt einen D-Major-7-Akkord. Ziemlich geiler Sound, wie ich finde. Jetzt geht's an Folgendes. Jetzt wird es nämlich für die Schlaghand interessant. Du musst nämlich zweimal die leere, ja, ich nenne sie jetzt mal wirklich D-Saite, aber ne, das ist ursprünglich deine E-Saite. Deswegen nenne ich sie jetzt auch weiterhin E-Saite, damit du, wenn ich jetzt hier sage, spiel mal die D-Saite, nicht dann nachher durcheinander kommst. Ne? Aber denk immer dran, die klingt wie ein D. Aber ich bezeichne sie jetzt hier der Einfachheit halber weiter als E-Saite. Also zweimal die E-Saite schlagen und dann schlägst du die A-D-G-Saite an. Und die tiefe Saite dämpfst du ab, wenn du sie spielst. Das machst du hier mit der Handkante von deiner Schlaghand, indem du hier direkt, wo die Saite aus der Gitarre sozusagen rauskommt, abgedämpft wird mit deiner Handkante. Du legst sie dann ganz leicht drauf. So klingt sie frei und so dann abgedämpft. Also krieg das erstmal klar in dieser Wechselhaftigkeit. Du schlägst hier die tiefe Saite zweimal an, gedämpft und dann freischwingend diese anderen drei Saiten, die A, D, G-Saite. Musst du dann hier die Schlaghand wieder hochheben, damit es nicht gedämpft wird. Also weiter geht es dann folgendermaßen. Du schlägst also erst zweimal die tiefe Saite an, dann die 3, dann einmal die tiefe und zweimal die 3 Saiten. Und dann nochmal im Wechsel tief und diese 3, dieses Dreierpäckchen von A, D, G. Also. Das war jetzt schon der nächste Takt. Und dann kommt der nächste Takt. Wieder zweimal die leere D-Saite. Dann die 3 Saiten A, D, G. Also. Dann noch einmal die D-Saite und dann dreimal das Dreierpäckchen hier. Und dann noch einmal die D-Saite. Tiefe E-Saite. Neu jetzt D-Saite. Dann wechsle ich mit dem Zeigefinger nicht nur auf den 9. Bund auf der A-Saite, sondern zusätzlich auch auf den 9. Bund auf der tiefen Saite und mache da das gleiche rhythmische Spiel. Also denk auch immer daran, jedes Mal, wenn du die tiefe Saite spielst, dämpfst du ab. Und dann rutschen wir runter in den 5. Bund vom Zeigefinger ausgehend. Der Griff ist jetzt genauso wie jetzt hier unser zweiter Griff.
dass der Zeigefinger über den fünften Bund auf der E- und A-Seite geht und der Ringfinger im siebten Bund auf der D-Seite und der kleine Finger im siebten Bund auf der G-Seite liegt. Da ist das rhythmische Muster aber ein bisschen anders. Da hast du erstmal zwei Schläge auf der tiefen Seite und dann die sind beide gedämpft wieder und dann auf A, D, G Seite freischwingend, also und dann wieder auf die tiefe Seite und das ganze Spiel dann wieder mit dem zweiten Griff rhythmisch, aber genauso gespielt wie gerade der Griff. Das Ganze dann zweimal sogar. Ich spiele das Ganze jetzt nochmal schön langsam vor. 2, 3 und 4 und. Das wiederholt sich in dem Song auch. Wenn du dir den anhörst, wirst du feststellen, dass er nach einer Runde von diesem Riff, von dieser clean gespielten Gitarre, so wie ich den Sound jetzt hier auch eingestellt habe, so eine ziemlich krass verzerrte Gitarre da reinkommt. Die greift dieselben Griffe, schlägt das aber deutlich simpler an. Der erste Griff ist klar, hier wieder unser Power Chord im neunten Bund mit der tiefen Seite zusammen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Das schlägst du also auf der 1 an, dass es komplett Takt klingt, dann noch weiter klingt bis zur 4 des nächsten Taktes, wo du nochmal einen Abschlag machst. Und auf der 4 und nochmal einen Aufschlag. Dann zum nächsten Griff. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und gleiches Spiel auf 4 des zweiten Taktes. Wieder ein Abschlag, 4 und nach oben. Da ist es nur ein Takt, aber auch da wieder auf der 1 abschlagen und auf der 4 und auf der 4 und nach oben. Und wieder 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Und da steigert es sich dann im Prinzip im Verlauf des zweiten Taktes bei dem letzten Griff hier, der wieder dem zweiten Griff entspricht, wieder rein. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4. Das machst du dann nur mit Abschlägen, fängst dann auf dem zweiten Takt an, das reinzusteigern. Mit reinsteigern meine ich eben leise anfangen und dann lauter werden.